Schönen guten Morgen aus der Formnext. Ich begrüße Sie hier am Stand von Meltio, unserem neuen Partner in puncto Additive Manufacturing respektive Laserauftragsschweißen. Wir haben im Portfolio 5 unterschiedliche Anlagen. Ich möchte heute Ihnen die Roboterzelle vorstellen. Die Roboterzelle besteht aus einzelnen Komponenten, wie Sie sehen. Wir haben hier einen ABB-Roboter. Selbstverständlich ist diese Zelle auch kompatibel mit den herkömmlichen Roboterherstellern wie Fanuc oder KUKA. Zudem natürlich unsere Lasereinheit, der Laserkopf. Hier handelt es sich um einen Blue-Laser mit einer Wellenlänge von 450 Nanometern, was insbesondere wichtig ist, um Aluminium, Kupfer zu verarbeiten. Wir haben in dieser Roboterzelle eine fast unbegrenzte Designmöglichkeit der Komponenten, weil wir 6 Achsen haben und diese 6 Achsen zudem noch durch den Dreh- und Kipptisch um weitere 2 Achsen erweitert werden. Die Achsen werden permanent durch Interpolation angepasst, positioniert und überwacht. In der Zelle befinden sich mehrere Sensoren, die permanent den atmosphärischen Sauerstoffgehalt, die Temperatur und die Feuchtigkeit überwachen. An der Zelle ist natürlich auch ein Touchscreen angebracht, über die Sie die kompletten Parameter nachverfolgen können, wie zum Beispiel den Gasdruck, den Gasflow, den Feed, also die Geschwindigkeit des Schweißdrahtes. Und wir haben natürlich auch 4 Kameras, sodass Sie das Ganze auch komfortabel über Ihr Smartphone von zu Hause überwachen können. Das Besondere an der Zelle auch ist natürlich das Dual-Wire-System. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, sequenziell 2 unterschiedliche Materialien aufzulegen. Das heißt im Gesamten, wir können Bauteile kombiniert generieren. Die Außenhülle zum Beispiel etwas mit einem Material Inconel 718, das sehr hitzebeständig ist, aber das Innenleben dann mit Kupfer, damit die Wärme noch besser abgeleitet werden kann. Eine weitere Besonderheit der Zelle ist das Hotwire-System. Dabei wird der Schweißdraht im Vorfeld schon erwärmt, damit eine hohe Auftragungsrate generiert wird und eine Dichtigkeit von über 99,5% gewährleistet wird. Diese Mikrostruktur ähnelt einem geschweißten Halbzeug. Die Lasereinheit ist kompakt und einfach anzubringen. Hierbei handelt es sich um einen Blue-Laser mit 9 Dioden und einer Nennleistung von 1000 Watt. Die Besonderheit des Blue-Lasers ist, dass wir hier eine Wellenlänge von 450 Nanometer haben. Das bedeutet, wir arbeiten sehr energieeffizient und haben die Möglichkeiten, Aluminium und Kupfer zu verarbeiten. Hier haben wir ein Musterbeispiel aus der Lebensmittelindustrie und der Vorteil dieser Technologie ist, dass eine bestehende Welle, die nicht bearbeitet wurde, im Nachgang durch das Laserauftragsschweißen diese Spirale angebracht wurde. Das heißt, wir müssen die Produkte nicht im vollen Umfang komplett neu generieren, sondern können partiell die Komponenten, die benötigt werden, optimieren, respektive auftragen. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Reparaturarbeiten, insbesondere wenn an diesen Blades die Kanten durch Abrasion abgenutzt worden sind, können wir hier diese Kanten partiell aufschweißen und im Nachgang nochmals überdrehen, respektive fräsen. Hier das Materialportfolio. Wir fangen an mit einem herkömmlichen Baustahl ER70S, der einem Druckbehälterstahl P355 ähnelt und somit auch für den Druckbehälterbau geeignet ist. Weiter geht es mit den rostfreien Güten 316L und 308, 316L besser bekannt unter 1.4404, der einen sehr hohen Chromgehalt hat und somit sehr gut geeignet ist für den Chipsbau respektive für die Lebensmittelindustrie. Das bedeutet auch salzwassertauglich respektive auch sterilisierbar mit Natronlauge und Wasserstoffperoxid. Meltio Invar 1.3919 hat einen ausgeprägten Ausdehnungskoeffizienten und ist einsetzbar von minus 250 Grad
bis plus 300 Grad, somit sehr gut geeignet für die Luft- und Raumfahrttechnologie. 17-4, ein Martensit, besser bekannt unter 1.4542, der im Nachgang nochmals gehärtet werden kann. H11, besser bekannt unter 1.2343, ein Werkzeugstahl, der vorwiegend eingesetzt wird im Werkzeugbau, sprich im Formenbau, zum Beispiel für Spritzgussformen. Titan 6-4, besser bekannt unter Titan Grade 5, hat ein ausgeprägtes Festigkeits-Gewichtsverhältnis und somit sehr gut geeignet für Luft- und Raumfahrttechnologie, aber wird auch in der Automotivbranche eingesetzt. Inconel 7-18, Inconel 6-25 zeichnet sich durch seine hohe Hitzebeständigkeit aus, bis zu 1000 Grad, und wird somit vorwiegend eingesetzt, unter anderem für die Exhaust-Systeme, respektiv in Luft- und Raumfahrttechnologie, respektive auch für Komponenten für Kernkraftwerke. Das Portfolio wird weiterhin erweitert und permanent erweitert. In Q1 ist geplant Kupfer, respektive auch Aluminium 6061. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen gerne zur Verfügung, Ihr kompetenter Partner in der additiven Fertigung, Production to go.